Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dark Souls 2. Ich habe gerade herausgefunden, wir kommen hier nicht mehr hoch. Sicher? Ah, natürlich kommen wir da hoch, wir müssen nur durch dieses komische Loch da in der Wand springen. Aber ganz schön knifflig. Da kommen wir noch weiter hoch, ja. Ja, da müssen wir hoch, um zu der Tür zu kommen. Und ich bete so dafür, dass da jetzt kein Boss ist, weil wir haben noch kein Leuchtfeuer. Ich mag... Aufpassen. Ja! In der Nähe von einem... Da ist jemand, aber so nah beim Leuchtfeuer ist im Normalfall kein Gegner. Und wir rasten. Wir beleben da zwar alle wieder... Aber wir haben wieder volle Seelenpfeile. Und ja, boah. Was ist das für ein Typ? Buy something. Anything. Okay. Ein Händler. Ja, warum nicht? Schauen wir mal, was verlangt. Ja. Sie brauchen das gerade Schwert Hack Handax. Handax können wir aber führen. Oh, Handax ist gar nicht so schlecht. Die hat 100 Schaden. 110 sogar. Und wir können die führen. Und sie ist vor allen Dingen nicht zerbrochen. Schau mal, ob sie irgendwas so einen Ring vielleicht hat oder irgendwas. Sie hat. Moment, sie hat einen Schlüssel. Öffnet Schmied Lenin Graz Laden in Majula. Oh. Den hätte ich kaufen. Aber 100.000 kaufen. Ja, immerhin. Und das Ding hätte ich auch kaufen. Was? Ja. Hat sie die Armbrust? Sie hat keine Armbrust und auch keinen Bogen. Ein Bogen will. Hey, bei der kann. Bei der kann man 10 Lebenssteine um 300 kaufen. Ja, kauf. What the fuck? Wie viel möchte dir? Achso, nee, die hat 10. Oder was? Ich kaufe mal einen, schauen wir mal. Nee, da kostet einer 300. Brav. Naja. Was ist das da oben? Oh, die hat neue. Nee, Seelenpfeil haben wir. Heilen! Aber das ist ein Wunder, das ist mit Faith. Ja, außerdem ist jetzt teuer. Zurück. Ja, ich würde jetzt aber saugern die Handaxt von der kaufen. Ja, sieht schön aus. Und jetzt gehen wir gleich zurück nach Ding und dann in Schmied das Tor aufmachen. Genau. Wir können uns eh wieder daher teleportieren. Und wir haben wieder eine gescheite Waffe in der Hand. Perfekt. Reisen nach Majula. Wie hat das Leuchtfeuer gerade geheißen? Kardinal? Kardinalschnitte oder was? Ja, so irgendwas zum Essen. Ne? Kardinal, das Leuchtfeuer hat hundertprozentig Kardinalschnitte geheißen. Hm. Ich weiß nicht mal, was eine Kardinalschnitte ist. Was ganz was Gutes. Echt? Ja. Mit Heischnee. So, Schmied. Ja. Schmiederl, hallo. Sperr mal ein paar auf. Ich brauch nicht reden mit dem, sperr mal das Tor auf. Okay, sperr auf. Zack. Da können wir jetzt hier irgendwas stehlen. Ah ja, eine Kiste. Keine Mimik, sehr gut. Und drin ist ein Kurzbogen, endlich ein Bogen. Bitte lass uns bei dem Pfeile kaufen können. Ah, yes, very good. Now I can get to work. But first, let me set up. Come again later. Also wieder herkommen, irgendwann einmal. Now I... Okay, aber wir konnten bei leider keinen Bogen kaufen. Pfeile. Oder vielleicht bei der? Na, bei der doch nicht. Bei der können wir nur aufleveln. Das reicht jetzt nicht. Nein, ich will nicht. Geh weg. Ich will nicht auf... Können wir die... Ja! Nein, Mist. Warum bietet die Option überhaupt an? So, dann gehen wir jetzt zum Kardinalschnitter. Reisen. Weitergefallenen Riesen. Und das heißt,
Kardinalsturm. Na, immerhin war Kardinals richtig. Ja. Hätte auch eine Kardinalschnitte sein können. Verfressener Sack. Ja. Leiser Sack. Macht nix. Muss nicht jeder hören, dass du verfressen bist. Sagst du, dass ich verfressen ja. Genau. Gürm. Gürm Kriegerhelm, okay? Kriegerhelm der Gürm-Nomaden. Ja, aber der hat ein hohes Gewicht. Woher willst du das wissen? Weißt du, jetzt steht? Wo? Ja, da musst du lesen, mein Freundchen. Ja, ja, ja. So. Aufpassen, jetzt geht's da rauf, hör mal. Wenn du drin eine Treppe hast, warum gehst du nicht rauf? Wo ist drin eine Treppe? Links. Es könnte jedem passieren, dass er sowas übersieht. Es passiert darum natürlich sage ich nur mir. Ja, öffnen. Ja, sehr okay. Schön. Wir brauchen mal wieder einen Schlüssel. Das ist ja fast so schlimm wie eine Amnesia Custom Story mit den Schlüsseln finden. So, und jetzt gehen wir da runter mal. Kannst du aber gleich die Leiter gehen? Oder willst du alle wieder knocken? Ich würde gerne mal probieren. Schaut um das. Ja, probieren geht über studieren. Weiß ich, hinter dir? Lass ihn nicht. Oh, nur 3 Schläge. Die Handaxt ist gut. Ja, ich möchte mal schauen, wie viel Haltbarkeit die hat. Die ist sicher nicht hoch, wenn die Waffe so gut ist. 48 von 50 hast du noch. Ah ja. Alter, ich habe 2-mal auf den Typen draufgeschlagen. Okay, wir brauchen unbedingt sowas wie Reparaturpulver in ganz großen Mengen. Nein! Das war jetzt doof. War deine Entscheidung. Was heißt, ich hab geschlagen und der ist tot? Der ist runtergefallen und dann und war ich tot. Und du hast noch einen Schritt, ne, weil du einen Schritt noch gemacht hast. Ja, ich habe ja nicht absichtlich den Schritt nach unten gemacht. Oh ja. Stimmt doch gar nicht. Ich weiß das genau. Ah, ja. Gewand der Erzdrakensekte. Aus Lindelt. Hört sich an wie Lind. Ich bin echt verfressen. Okay. Dann erneut mit weniger Lebensenergie. Na super. Warum sind wir auf einmal stärker? Warum sind unsere Seelenpfeile auf einmal stärker? Wie kommt man dort drüben hin? Ah, dort da. Nee. Das kommt man wahrscheinlich von dort unten irgendwie hin. Also von der Höhle dort unten. Naja. Oh, der Typ. Oh Gott. Warum sind wir Zauberer? Warm, Alter! Lebensstein, hehehe. Warum flüchtest du schon wieder? Bring dich um endlich. Aufpassen, nicht auf die Steinfiguren hier hauen mit den Dingen, geht ihr nicht. Achso, wahrscheinlich zerbricht es dadurch schneller. Wie viel Haltbarkeit haben wir jetzt noch?
Das interessiert mich irgendwie, weil die erste Waffe ist so schnell zerbrochen. 40 von 50. Ach, fuck, die halten ja überhaupt nichts aus. Ja. Oh, viele Blutflecken heißt viel tot. Wir haben doch einen. Siehst du das nicht sogar mal? Oh, viel tot, viel tot. Das ist jetzt wirklich geschissen. Aber wo die da herkommen sind? Ich glaube, dass die Steinfiguren erwachen. Die dürfen. Entweder bringst du das gleich um oder die erwachen. Ja, wahrscheinlich. Weißt du, das kann sein. Vor allen Dingen, ich glaube, wir brauchen da wirklich Pfeile für den Bogen. Für diesen riesigen Ja, Gegner. Aber wir müssen da durch einmal. Vor allen Dingen, na, wir brauchen Pfeile, weil der Typ da unten wirft mit riesigen Feuerbällen. Du hast aber dein Ding, das wäre ein Pfeil. Ja, aber der, mit dem kann man nicht frei zielen, den kann man nur anvisieren. Und der Anvisierreichweite ist nicht gerade rosig. Hat die Pfeile? Ja, eigentlich. Du hast null. Nee. Du brauchst gar nicht schauen, ob Na doch, ich habe ja Seelen im Gepäck. Schau mal, ob in Majula irgendwer Pfeile hat. Weil ich glaube, wenn wir keine Pfeile haben, dann sind wir hier richtig am Arsch. Ja, kann schon sein. Ring der Klingen. Der Ring wurde der Lieblingswaffe des verrückten Ritters von Alten nachempfunden. Okay. Moment, ist jetzt schon später? Können wir... Ja, jetzt können wir mit dem... You, stand back. This is dangerous work. The name's Lenigrast. Just a simple blacksmith. And you are... another useless traveler. Hey. A man ought to labor with his feet planted firmly in the earth. Not roam around like you flirtatious vagabonds. Oh, what does it matter? Go on, show me what you've got. Your equipment. Let me have a look. But do it quick. Ah, sehr gut. Ah, ging schon kaum. Oh, der hat sicher geile Waffen im Angebot. Ja, nur haben wir keine Seelen. Ja, wir haben Pfeile. Ja, wir haben Pfeile, genau, wir brauchen Pfeile. Eisenpfeile, Holzpfeile, Eisenpfeile, Holzbolzen, schwere Bolzen. Dann, ganz wichtig ist einmal Seelen zu benutzen. Wo sind hier? Ah, wir können hier gleich mehrere benutzen. Nur 400 immerhin. Ja, ich will trotzdem was kaufen. Und zwar ein paar deiner tollen. Wir können nur 13 kaufen. Ja, keine Seelen mehr. Ich hasse dich so sehr. Ja, oh, Reparaturpulver. Gut, wir brauchen dringend mehr Seelen. Ja, die hast du verloren. Ja. Die müsst ihr ja wiederholen. Ah ja, stimmt ja, wie bei dem... Gut, dann wieder zur Kardinalschnitte. Sehr wild, noch einmal in dunkelblau. Ja, das ist halt Dark Souls. Man geht halt einen Weg auf 3, 4, 5, 6, 7.000 Mal. Ja, ist schon in Ordnung. Ich glaube... Die Steinstatuen sollten wir wirklich zerstören. Und wenn bei diesem riesigen Gegner unsere Axt zerbricht, dann passiert was. Ja, dann passiert was. Then something happens! Walter gefallenen Riesen. Das ist doch eine Riesenscheiße. Warum werden unsere Zauber jetzt so stark? Vielleicht, weil wenn wir sterben, erhöht sich unsere Lebensenergie und vielleicht auch unser Zauberangriff. Nein, das glaube ich nicht, nein.
Ja, das könnte ich mir vorstellen. Nicht wieder hochfliegen mit ihm, gell? Oder der Typ wird einfach immer schwächer. Ich weiß auf jeden Fall, in Dark Souls ist es so, wenn man einen Gegner mehr als... Warum schießt nicht? Auf was wolltest du? Wenn man einen Gegner mehr als 6 oder 7 Mal besiegt, kommt er nicht mehr. Das weiß ich. Was? Dass das so ist. Weil man den dann... Damit man halt so ein Farmen vermeidet. Das hat zumindest ein Wurfmesser einmal probieren. Was das auch riecht. Ein Wurfmesser richtet sicher nicht viel Schaden an. Vor allen Dingen nicht bei so Bimbos. Komm her. Du bist herkommen. Yeah, warm, Alter! Was, das tötet den nicht? Das ist doch ein Scherz. Die Steine nicht vergessen zum Zauberhang, ja. Gell? Ja. Schau dir um, ob da oben nicht noch eins sind. Ah ja, stimmt. Schaut so aus. Ja, vielleicht ich glaub kann. Fast nicht. Du nimmst auf, wie kommst, glaube ich nicht. Ja, wahrscheinlich kommt man da von unten von der Höhle dann da hoch. Kann ich mir vorstellen. Vergiss nicht die Steine. Die täte ich aber mit Zedelpfeilen zerschießen oder was, da hast du mehr, oder? Nein. Ist wurscht, hast du auch nicht mehr. Aber ich werde. Oder nicht mehr andere Klingen, irgendwas, was. Den Dolch. Magst du den auch mal hinhauen? Warte, da ist was rechts. Ist der ah, vorsichtig jetzt. Weiß ich. So, und jetzt gehe ich einmal zurück. Da ist einer! Wo kommt der her? Von oben wahrscheinlich. Ah. Ja, von oben. Edrexkin, und jetzt mache ich natürlich wieder mal wenig Schaden. Ja, einfach nicht aufhören, solange du kannst. Jetzt kannst du den nicht mehr. Was so. Und jetzt wieder zur Handaxt. Und den Bogen auswählen. Der da ist. Kann mit aktuellen Werten nicht gut genutzt werden, da willst du mich eigentlich verarschen? Gut, wir equippen jetzt trotzdem mal die Eisenpfeile und schauen, ob wir dem Typen irgendwie Damage machen. Ich sehe gar nichts. Ja, das ist eh, der ist jetzt weit weg, no, just an den Tempel. Aber immer wieder unten und. Man kann nicht reinzoomen. Was ist das für eine Scheiße? Ich sehe nicht einmal, was das macht. Weil es ist so ein gigantischer Frosch. Ja. Muss deine schießen wahrscheinlich. Das tut da eh noch nichts. Das tut mir eh noch nichts! Ja, dass der so weit auf einmal spuckt, jetzt wissen wir's. Ja. Du hättest das Ding nehmen sollen. Was? Na, ich glaube einfach dadurch, dass ich den Bogen nicht so gut, dass ich noch nicht genug für den Bogen habe, dadurch bin ich so scheiße. Ich 13 Damage und das war wie viel? Ein Fitzel von seiner Lebensenergie. Ja. Der hat sicher 400-500 Lebensenergie. Aber jetzt wissen wir's. Jetzt wissen wir's. Auf geht's. Und spätestens, wenn wir beim 10. Mal bei dem sterben, sind die Gegner vorher wenigstens nicht mehr da, dass wir einfach dorthin gehen können. Ich hoffe, der riesige Frosch respawnt nicht, wenn dahinter ein Boss ist. Aber ich würde auch sagen, das war's mit der Folge von Let's Play Dark Souls. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Tschüss.